Die Riesenzellarteritis ist eine Vaskulitis der vor allen Dingen extrakraniellen Arterien im Kopfbereich. Den meisten ist sie wahrscheinlich noch besser bekannt unter dem Namen Arteritis temporalis, weil aber diese Vaskulitis eben nicht nur die Temporalarterie befällt, sondern auch die weiteren Arterien im Kopfbereich befallen kann, ist dieser Name nun veraltet. Die Ursache des Ganzen ist noch nicht abschließend geklärt. Wie bei so vielen Erkrankungen steckt letztendlich eine genetische Prädisposition dahinter und dann werden verschiedenste, vor allen Dingen virale Auslöser diskutiert. Dadurch kommt es zu einer granulomatösen Entzündung der Arterien, vor allem im Kopfbereich, also insbesondere im Stromgebiet der Arteria carotis, vor allen Dingen der externen, extrakraniellen Gefäße, also im Stromgebiet der Arteria carotis externa. Betroffen sind von dieser Erkrankung relativ viele Menschen, das ist die häufigste primäre systemische Vaskulitis und dabei sind insbesondere ältere Frauen betroffen. Also Frauen etwa dreimal so häufig wie Männer und unter einem Alter von 50 Jahren kommt die Riesenzellarteritis fast gar nicht vor. Der Gipfel liegt so bei etwa 70 Jahren. Die Symptomatik besteht vor allen Dingen aus pulssynchronen temporalen Kopfschmerzen, häufig nur auf einer Seite wirklich bestehend und das wird häufig als so ein bohrender Kopfschmerz beschrieben. Wenn man dann in der körperlichen Untersuchung dort tastet, dann stellt sich die Arteria temporalis superficialis, wenn diese mit betroffen ist, druckschmerzhaft verhärtet dar und oft lässt sich der Puls dort nicht mehr gut tasten infolge dieser Verhärtung. Ist übrigens ein guter Tipp bei jedem Patienten, der Kopfschmerzen hat, vor allen Dingen Kopfschmerzen, die anders sind, als er sie bisher kennt, da sollte man einmal auf beide temporalen Bereiche des Kopfes tasten, ob sich da ein Gefäß verhärtet und schmerzhaft tasten lässt. Das ist ja schnell getan und sonst übersieht man dieses Krankheitsbild schnell mal. Dann ein richtig pathognomonisches Symptom sind Schmerzen beim Kauen, die beim Kauen quasi schlimmer werden mit dem zeitlichen Verlauf und dazu führen können, dass man aufhören muss mit dem Kauen, sich kurz entspannen und dann wieder beginnen kann. Das ist also quasi ein ähnliches Bild wie bei der Claudicatio intermittens bei den Beinen, wenn die beim PAVK dort die Versorgung der Beine beim Laufen nicht mehr ausreichend sichergestellt ist mit Sauerstoff und dann eine Pause dazu führt, dass man sich erholt. Das Ganze gibt es also hier als Claudicatio masticatoria. Verursacht dadurch, dass die Gefäße, die die Kaumuskulatur versorgen, mitbefallen sind von der Vaskulitis und dementsprechend dort bei Belastung auch wieder die Blutversorgung nicht ganz ausreichend ist. Und dann das ganz, ganz wichtige Warnsignal ist die Amaurosis fugax, eine kurzzeitige Sehstörung, kurzzeitige Erblindung oder auch andere Symptome, die mit dem Sehen zu tun haben, also Flimmerskotome oder Gesichtsfeldausfälle, das ist ein starker Hinweis darauf, dass es hier ein hochakutes Bild ist und dass die Erblindung droht. Das ist das, was man unbedingt vermeiden will bei diesem Krankheitsbild. Den Kopfschmerzen und den Sehstörungen vorausgehen oft eine eher unspezifische Symptomatik mit B-Symptomatik, also Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust, einer depressiven Verstimmung und beispielsweise einer Antriebsstörung. Es ist durchaus auch die Beteiligung weiterer Arterien möglich. Relativ häufig mit betroffen ist der Aortenbogen, was natürlich dann zu weiteren Komplikationen führen kann. Blutdruck-Pulsdifferenzen zwischen den beiden Armen. Es kann zu einer Beteiligung der Koronargefäße kommen mit dementsprechend kardialen Symptomen. Und in etwa 1-2% der Fälle sind auch intrakranielle Gefäße mit betroffen, die dann dort ischämische Ereignisse auslösen können. Zudem ist dieses Krankheitsbild der Riesenzellarteritis zu etwa 50% assoziiert mit der Polymyalgia rheumatica. Da wird diskutiert, ob das nicht sogar das gleiche Krankheitsbild ist. Letztendlich sind bei der Polymyalgia rheumatica mit einer ähnlichen Vaskulitis vor allen Dingen die Gefäße im Bereich der Arteria subclavia betroffen und dadurch bestehen typische Schulterschmerzen. Zur Diagnostik helfen uns die inzwischen schon ziemlich alten ACR-Diagnosekriterien. Die bestehen aus 5 Punkten und wenn mindestens 3 dieser Punkte erfüllt sind, dann kann die Diagnose der Riesenzellarteritis gestellt werden. Wie schon bemerkt, unter 50 Jahren kommt dieses Krankheitsbild fast gar nicht vor, also ist das der erste Punkt. Dann müssen die Kopfschmerzen neu oder neuartig sein, also jemand, der
schon immer Migräne oder Spannungskopfschmerzen hat, der ist natürlich nicht geschützt davor, diese Erkrankung zu entwickeln. Die Kopfschmerzen fühlen sich dann aber typischerweise anders an, als er das vorher die ganzen Jahre immer kannte. Dann ist die Arteria temporalis in der Untersuchung abnorm, also wie wir gerade sagten, irgendwie druckschmerzhaft, verhärtet und der Puls lässt sich nicht tasten. In dem Labor kommt es zu einer Sturzsenkung, das heißt bei der Blutsenkungsgeschwindigkeit kommt es zu einer Senkung von über 50 mm in der ersten Stunde. Und dann kann eine Biopsie der Arteria temporalis superficialis entnommen werden, die sich dann häufig auffällig darstellt. Wenn, wie gesagt, drei von diesen fünf Kriterien mindestens erfüllt sind, können wir die Diagnose stellen. Also akut nehmen wir das Labor ab. In der BSG sehen wir die Sturzsenkung und auch das CRP ist meist erhöht. Was allerdings beachtenswert ist, dadurch darf man sich nicht ablenken lassen, die CK ist normal und es gibt auch keine Autoantikörper bei dieser Erkrankung. Dann, was in den ACR-Diagnosekriterien noch fehlt, ist die Duplex-Sonographie. Da gucken wir uns die Arteria temporalis, superficialis und ihre Äste an und man sieht ein Halo-Sign, das entsteht durch die Verdickung der Wand der Arterie. Das heißt, wenn wir uns die Arterie quasi im Querschnitt angucken und in der Mitte am besten farbkodiert uns den Fluss darstellen lassen, dann sieht man außenrum die verdickte Wand sich darstellen. Und wenn man das Ganze im Längsschnitt anguckt, dann sieht man einen sanduhrförmigen Verlauf der Arterien, einfach weil es so einen segmentalen Befall gibt und weil dann quasi an manchen Stellen die Arterien enger sind und an manchen weiter. Und wenn dann die Biopsie der Arteria temporalis superficialis entnommen wird, da kann man in der Histologie diese granulomatöse Arteriitis mit Riesenzellen darstellen, die eben die Ursache der Erkrankung ist. Riesenzellen, das sind einfach Makrophagen, die als Reaktion auf die Entzündung fusionieren und dadurch mehrkernige große Riesenzellen bilden und damit dem Krankheitsbild den Namen geben. Muss jetzt bei jedem Patienten eine Biopsie entnommen werden, um diese Diagnose zu sichern? Nun, also als pragmatisches Vorgehen hat sich zurzeit erwiesen, dass man, wenn man den klinischen Verdacht hat, die duplexsonographische Untersuchung der Gefäße durchführt. Und eine Biopsie entnommen werden muss bei Patienten auf jeden Fall, die in dieser duplexsonographischen Untersuchung unauffällig sind, aber man den Verdacht hat. Aber wenn in der Ultraschalluntersuchung sich die Diagnose quasi schon bestätigen lässt, zeigen die aktuellen Studien, dass die Sensitivität und Spezifität ziemlich genau so ist wie die von der Biopsie, dann kann also wahrscheinlich auf die Biopsie verzichtet werden. Die ACR-Diagnosekriterien, wie gesagt von 1990, werden aktuell auch überarbeitet, dann wird das sicherlich seinen Weg da hinein finden. Die Therapie ist an und für sich simpel. Glukokortikoide werden genommen, um diese Entzündung zu unterdrücken. Und ganz wichtig ist dabei aber, dass insbesondere wenn eine Augenbeteiligung vorliegt, also wir irgendwie eine Amaurosis, Fugax oder sonstige Sehstörung haben, dass es sich dabei um einen wirklichen Notfall handelt und es müssen so schnell wie möglich Glukokortikoide hochdosiert IV gegeben werden. Dabei gibt man typischerweise etwa 1000 Milligramm Prednisolon IV über 3 Tage und dann kann man auf oral umstellen in der Regel und das dann langsam ausschleichen. Auch wenn keine Augenbeteiligung vorliegt, sollte die Therapie nicht lange verzögert werden. Dann reichen aber orale Glukokortikoide in mittlerer Dosierung aus. Und die werden in beiden Fällen dann langsam ausgeschlichen. Das heißt, wirklich über 6 Monate oder sogar bis zu 2 Jahre. Und da es häufig im Verlauf doch zu Rezidiven wieder kommt oder die Glukokortikoidtherapie nicht ganz ausgeschlichen werden kann, ohne dass die Patienten symptomfrei bleiben, braucht man gegebenenfalls eine glukokortikoid-sparende Therapie. Und da ist relativ neu, 2017 zugelassen, als erstes Medikament das Tocilizumab. Alternativ, allerdings als Off-Label-Therapie, wird dafür Methotrexat genutzt. Die Prognose ist unter der Therapie ganz gut. Früher dachte man, dass quasi unter dieser Therapie die Krankheit ganz gut geheilt werden kann sogar. Inzwischen weiß man, dass es langfristig doch oft Rezidive gibt und dass man dementsprechend häufig eine lange Glukokortikoid-Therapie braucht.
Damit kann man aber, wenn man rechtzeitig reagiert, in den allermeisten Fällen eine ernsthafte Augenbeteiligung mit einer Erblindung verhindern. Es ist aber wirklich wichtig, dass man da schnell reagiert, denn ohne Therapie kommt es zu einer Erblindung in etwa 20 bis 30% der Fälle.